Hallo, mein Name ist Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SIOS Consulting. Und im Rahmen unserer regelmäßigen Buchempfehlung stellen wir Ihnen heute das Buch vor mit dem spannenden Titel Handbuch Stabsarbeit. Los geht's! In diesem Video stellen wir Ihnen das Handbuch Stabsarbeit – Führungs- und Krisenstäbe in Einsatzorganisationen, Behörden und Unternehmen vor. Die Herausgeber sind Gesine Hofinger und Rudi Heimann. Mit dem Handbuch Stabsarbeit hält der Leser ein umfassendes Werk zur Arbeit von Stäben in Händen, zu dem neben den Herausgebern 30 weitere Autoren ihr Wissen beitragen. Die Lektüre erzählt von der historischen Entwicklung der Stabsarbeit beim Militär, über die Einführung bei der Polizei bis in die moderne Unternehmensführung. Das erste Kapitel klärt auf über moralische und ethische Anforderungen in der Stabsarbeit und differenziert genau, welche Aufgabenbereiche ein Stab abdeckt. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist die Entscheidungsbefugnis. In weiteren Kapiteln stellen die Autoren unterschiedliche Stäbe in verschiedenen staatlichen Organisationen wie Polizei und Feuerwehr vor. Sie beleuchten die Arbeit von Krisenstäben in Landesregierungen und die der Führungsstäbe in der Bundeswehr. All das dient den Verantwortlichen in Unternehmen dazu, sich über die Ausgestaltung der Stabsarbeit umfassend zu informieren, wenn nicht der Abschnitt zur Krisenbewältigung in der chemischen Industrie oder der Abschnitt Krisenstäbe in Wirtschaftsunternehmen genug Anregungen liefern. Natürlich sollen Verantwortliche in der Stabsarbeit mit dem Handbuch Stabsarbeit Anleitung erhalten zur Arbeit und zum Aufbau von Stäben. Hier liefert das dritte Kapitel Vorschläge. Der Leser kann sich außerdem über die unterschiedlichen Anforderungen an Stabsräume und deren Ausstattung informieren. Dafür erhält er jede Menge Praxisbeispiele. Die ziehen sich auch durch die letzten Abschnitte über Kommunikation, das Training von Stabsarbeit und die Schnittstellen zu anderen Stäben im Krisenfall. Damit geben die Autoren nicht nur gute Beispiele vor, sondern gleichsam Anregungen zur Umsetzung im eigenen Betrieb oder Stab. Das Handbuch Stabsarbeit ist ein umfassender Leitfaden zur Einrichtung von Stäben. Uns gefiel, dass die Autoren rund um die Herausgeber Hofinger und Heimann kaum ein Thema auslassen, die Aufbau- und Ablauforganisation detailliert beschreiben und zur Nachahmung und Weiterentwicklung anregen. Das nämlich, so die Autoren, ist für Unternehmen und Organisationen eine permanente Anforderung. Stabsarbeit weiterentwickeln und nach Verbesserungen suchen, um den oder die Entscheider durch die Stabsarbeit optimal zu unterstützen. Unsere Leseempfehlung: Breit gefächertes Basiswissen für Verantwortliche und Entscheider auf Bundes- oder Landesebene. Ebenso interessant für Unternehmen, deren komplexe Anforderungen heute mehr und mehr ein Team aus Spezialisten erfordern. Den Link zum Buch finden Sie wie immer unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Lesen!